Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück bei Enshrouded. Wir spielen mal wieder live auf Twitch, ne? Folgt mir gerne auf Twitch, wenn ihr das nächste Mal selbst live dabei sein wollt. Und jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge über den weiteren Kampf gegen das Miasma. Und dann fehlen natürlich noch die Schießscharten und dann gehen wir mal unten gucken. Also ich mache jetzt erstmal mal 1, 2 von der Wand weg. Hoch. Muss ich mal gucken. Das ist schön gleichmäßig hier tatsächlich. Ja, das ist logisch. Das ist schön gleichmäßig hier. Hier kriege ich es. Gut, da ist jetzt auch die Tür, deshalb ein bisschen doof, ne? Aber da muss ich gucken, wie ich das dann hinbekomme. Da wird wahrscheinlich das mittlere Ding dann irgendwie wegfallen oder so. Mal gucken. Und ich glaube, ich baue noch hier auch so eine kleine Plattform hin. Vielleicht sogar eins größer. Weil halt Eingangsbereich und so, ne? So, perfekt. Also dann hier 1, 2. Und 3 hoch. Auch 1, 2. So, anders geht's nicht. Eigentlich sollte es einen Turm nicht haben, so ein offenes Fenster, aber anders geht es hier leider nicht. Hast 5 Ideen bekommen. Okay. Also bin ich gespannt. Dann muss hier. Und da hinten lasse ich, glaube ich, zu, ne? Da, wo es einfach zu dem, zum Berg hingeht, da lasse ich, glaube ich, zu. Wie sieht es hier aus? Ja, okay. Hier lasse ich den Fall auch zu. Und dann hier, glaube ich. Okay. Ich muss mal ganz kurz meine Nase putzen, kleinen Moment. So, Entschuldigung. Ich hoffe, man hat mich nicht gesehen. Warte. Doch, man hat mich gesehen. Sehr gut. Perfekt. Okay. Das war doof. Also sowohl das mit der Nase, als auch das jetzt mit dem Ding, mit dem Runterfallen. Denji, spar dir das für Horrorspiele auf, aber danke für die Bits natürlich. Und gekriegt hast du mich trotzdem. Da
3, so. Okay, ich glaube, ich mache die restlichen Schießscharten nachher. Weil dann können wir jetzt nochmal ganz kurz gucken, wie es aussieht. Bevor es ganz dunkel wird. So. Ah, okay, man sieht nicht mehr so richtig. Aber das wird cool. Ne, mit den Schießscharten dann auch da noch drin und so. Und dann jetzt dem Häuschen oben drauf und sowas. Das wird richtig, richtig cool. Mit den Jumpscares verabschiede ich mich für heute und wünsche allen noch einen schönen Restabend und eine gute Nacht später. Mach's gut, Tenji. Ne? Bis zum nächsten Mal, bis vielleicht morgen oder so. Und schlaf später gut, wenn es soweit ist. Bis zu den Horror Games habe ich dann genug Kanalpunkte. Sehr gut. Freue ich mich drauf. Ich sehe nicht, wo ich lang muss, deswegen reise ich da kurz schnell, bevor ich da die Schlucht runterfalle. So. Was ist denn jetzt hier das Bett? Ich sehe nichts. Warte mal. Ah, mit dem Schwert sehe ich ein bisschen besser. Beziehungsweise ich mach's mal anders. Es ist jetzt zwar Nacht. Ich würde aber sowieso mal ganz kurz so etwa 9 Minuten Pause machen, bis um 8:15, dass wir dann ganz gemütlich weitermachen, ne? Und ein bisschen weiterbauen und so weiter, ne? Vielleicht kriegen wir hin, noch ein paar Fackeln aufzuhängen, um hier mal ordentlich auszuleuchten und sowas. Aber jetzt müssen wir ganz kurz hier Luft reinlassen, weil hier ist unendlich warm drin. Deswegen müssen wir ganz kurz Fenster aufmachen und gehe kurz auf Toilette und dann machen wir so um 8:45 weiter, ne? Und dann bleibt auf jeden Fall dran, ne? Und dann sehen wir uns so in 9 Minuten wieder. Für die Leute auf YouTube, hier kommt der Schnitt. So. Okay, dann würde ich sagen, mach mal weiter. Das mit dem Nebel hier drin, das finde ich noch ein bisschen komisch. Aber gut, das ist halt Early Access, ne? Also muss man halt tatsächlich sagen. Genau, wir machen weiter. Ich habe noch ein paar Fenster. Kann ich die hier einsetzen? Okay, ich glaube, ich baue hier dann noch mal ein bisschen Wand dazwischen. Ist ein bisschen groß, ne? Also, so. Und hier kommen dann natürlich auch noch Fenster rein. Würde ich sagen, einmal hier. Und hier müssen wir nachher nochmal ein bisschen Wand dazwischen bauen. Achso, die Musik. Sorry. Musik mache ich wieder aus. So. Auch wenn gerade Rock'n'Roll losging, ne? Was natürlich auch sehr cool ist, aber... Aber das stört mich ein bisschen, dass wir das Ausgeruht-Ding eigentlich nur bekommen, wenn wir hier sind, ne? Das war auch ganz geil. Ich glaube aber, das nimmt trotzdem die ganze Konstruktion für den Komfort. Also auch wenn wir oben Licht hinbauen und so weiter, oder? Ansonsten müssen wir hier halt noch ein bisschen Bänke und sowas hinbauen später. So, schon 15 Minuten ausgeruht, sehr gut. Und jetzt, wo Tag ist, würde ich nochmal ganz kurz darüber fliegen. So. Oh, das sieht schon cool aus. Wenn wir jetzt da unten, ne, wenn wir... Warte mal, kriege ich das von hier aus hin? So, einmal Tabulator. Ich versuche das mal. Na, knapp. Vielleicht... Warte, wir können das ja gleich wieder abreißen, ne? Ich baue mal hier kurz so ein Fundament hin. So. So dürfte es nämlich gehen. Zumindest mal hier. Hier wird es dann schon wieder zu knapp, ne? Egal, ich baue das Fundament... Oh, wir haben nicht genug Steine. Okay, muss ich gleich weiterbauen. Beziehungsweise ich könnte es, vielleicht könnte das auch klappen, aber erst Steine machen, ne, darf ich nicht vergessen.
Aber ist tatsächlich auch gar nicht mal so unrealistisch, wenn das halt der Eingangsbereich bei einer Burg dann doch relativ eng ist, ne? Also auch allein schon zum Verteidigen. Wenn sie dann doch durchs Tor kommen und so, dann brauchst du halt, ne, dann willst du nicht, dass alle auf einmal reinkommen. Deswegen ist es gar nicht so unklug, dass es so eng ist. Also, jetzt machen wir aber erstmal noch ein paar Steinblöcke. Und dann gucke ich mal, ob ich das von hier vielleicht hinbekomme. Na? Kann ich da draufstehen? Na, das reicht nicht ganz. Aber... Oh, das sieht auch cool aus. Oh, das sieht cool aus. Das mache ich hier so. Aber der Turm wird dann wieder in Anführungsstrichen richtig gemacht, ne? So. Nein! Hm. So. Okay, dann haben wir das. Dann muss ich jetzt einmal kurz da rüber, so. Und das hier wieder entfernen. Oh nein! Jetzt ist da ein Loch drin. Mist. Okay, warte. Wir haben kein Material. Oh Mann, jetzt haben wir ein Loch im Berg. Ah, super. Egal, aber da... Sieht es hier fast gut aus. Hm. Das habe ich nicht so gut gemacht. So, etwas weiter raus. Ah, Mann. Okay, pass auf. Wir machen es jetzt ganz pragmatisch, ne? Nur nicht wieder in den Fels reinbauen. Das wäre ein bisschen doof. Geht das? So scheint es zu gehen. Aber noch nicht zu 100%. Ja gut, das bisschen da macht nichts. Das macht nichts. Grafikkarte ist die beste Heizung genauso. Ich habe das Fenster ein bisschen gekippt gelassen. Wenn da hoffen, dass es nicht zu laut wird wegen der Straße draußen. Aber dass hier trotzdem es nicht ganz so heiß wieder wird. Okay. So sieht es gut aus. Da unten, das finde ich nicht schlimm. Diesen kleinen Schönheitsfehler da, wo man ne, direkt über meinem Kopf ist, das finde ich jetzt nicht so wild. Aber dann haben wir jetzt tatsächlich echt schon mal eigentlich eine coole Burg, ne? Wenn wir jetzt auf die andere Seite noch ein bisschen erweitern, dann hast du wirklich hier so den Bergfried. Dann hast du da halt so das Palast, also den Palast quasi, ne? Und auf der anderen Seite dann vielleicht noch so Gärten und sowas, ne? Die können wir dann dahin noch packen. Da einmal ein bisschen weiter unten, ein bisschen weiter oben packen wir noch ein paar Gärten hin und sowas. Das kannst du mit Steinen wieder zumachen. Das Loch da, genau. Aber da kam ich nicht hin. Das war mein Problem gerade. Ich finde es aber nicht wild, dass es so ist, ne? Also es ist ja so eine Burgmauer ist ja nicht zu 100% gut, wie sagt man, so 100% geil, in Anführungsstrichen. So. Deswegen finde ich diesen kleinen Schönheitsfehler gar nicht mal so wild. Ne? Vielleicht stört es mich später, dass wir es später dann wieder zumachen. Aber voll gut. Mit dem Bergfried da jetzt und so. Mega, mega gut. So. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das mit den Gärten? Ich würde die vielleicht hier auf der Höhe machen, ne? Dass wir hier ein bisschen noch in den Berg uns reinarbeiten. Und dann hier auf der, vielleicht noch da drüben deine Treppe, dass du auch von der anderen Seite hochkommst und so.
Dann packe ich mal... Erstmal hier nochmal ein bisschen, ne? Warte, das können wir dann wegmachen. Ja. Kann ich das hier... Kann ich das hier... Warum kann ich das denn nicht entfernen? Das ist einzeln abbauen vielleicht? Okay, einzeln geht. So, und dann... Einmal hier hin. Vielleicht müssen wir wirklich mal noch mit einem Baugerüst irgendwie was machen. So, ich glaube, die Breite passt erstmal. Okay, da müssen wir dann ein bisschen terraformen. Hoffentlich kriegen wir ein bisschen Erde auch, dass wir da nicht nur Stein. Also Stein ist natürlich auch geil, klar, ne? Brauchen wir schließlich auch. Aber so Erde für Wiese wäre natürlich schon noch praktisch. Ich hätte auch keine Steinwände gesetzt, sondern eher Felsbrocken. In dem Game ist alles machbar. Wohin? Ach so, unter... Hiermit, oder? So unter, zum unter dem Turm. Ah, wir werden höchstwahrscheinlich sowieso hier und da nochmal ein bisschen was umbauen. Aber guter Tipp, vielen, vielen Dank. Das stimmt eigentlich. Wäre auch eine gute Möglichkeit gewesen. Kriegen wir denn jetzt auch den Feuerstein, wenn wir das so hier abbauen? Oh, das Bauen hier macht viel zu sehr Spaß. Ich könnte mich da so verkünsteln drin. Ich hoffe, das ist okay für euch, dass wir heute ein bisschen Baustream machen. Aber das letzte Mal hat es mich schon ein bisschen... Na okay, das müssen wir aber so abbauen offenbar. Weil hier würde ich gerne es schon so abtragen, dass man hier auch noch eine ordentliche Freifläche bekommt. So, muss gleich meine Spitzhacke zücken und da mal noch ein bisschen den Dings abbauen. Muss ich aber erstmal kurz austarieren, wie weit ich überhaupt hinter möchte. So. Weil dann würde ich hier wie so einen Weg außenrum machen vielleicht. Gibt es einen Lore zu dem Game? Auf jeden Fall. Also es ist quasi dieses Cobra, ich glaube, du kennst dich auch gut aus. Also wenn ich irgendwas Blödes erzähle, dann korrigiere mich gerne. Also es gibt dieses Miasma, so rum, Entschuldigung. Und dieses Miasma ist sozusagen, hat halt die Welt verödet. Also man hat versucht, durch dieses Miasma irgendwas Gutes zu machen und das ging dann aber nicht so gut. Und hat jetzt halt die Welt verödet. Und du selbst bist halt so ein Flammengeborener und wurdest aufgeweckt, um quasi gegen das Miasma zu kämpfen. Und sehr viel mehr haben wir auch selbst, also haben wir jetzt noch nicht rausgefunden über die Story, also zumindest nicht hier im Stream.
Weil, ja, das letzte Mal habe ich viel erforscht. Toll, hier ist die Treppe. Das letzte Mal haben wir viel erforscht, jetzt dieses Mal eben viel gebaut. Aber dann ab dem nächsten Mal gibt es dann auch mal ordentlich Story natürlich. Und bis hierhin würde ich dann nämlich gerne. Und da dann Erde rein, ne? Dann kommt da wie so ein kleiner Park oder sowas kann dann da rein. Das war nicht richtig. Hier, so. Hier kommt dann eben Erde rein. Wir haben sogar ein bisschen Erde. Das heißt, ich ebne das mal ganz kurz hier ein. Danke für das Wrap-up. Ja, es ist, wie gesagt, also ich kenne mich nicht so gut aus mit der Story. Ich habe das letzte Mal, also ich habe auch viel von der Story wieder vergessen. Vom letzten Mal. Aber wir werden auf jeden Fall weitergehen noch in der Story. Ah, fuck, jetzt fehlt hier ein bisschen Erde für das letzte bisschen hier. Okay, die Erde müssen wir nachher woanders herholen. In dem Fall würde sogar so weit gehen, dass man diese Lore ein wenig mit der Herr der Ringe vergleichen kann. Mit der Herr der Ringe? Okay. Klär mich gerne auf, wie du das meinst. So, aber jetzt haben wir ordentlich Feuerstein, dann können wir auch ordentlich Pfeile herstellen mal, ne? Ich möchte Burgherr sein. Kennt ihr das Easter Egg noch von Stronghold? Also das in der HD-Version und sowas gibt es das leider nicht, aber im Original Stronghold quasi, wenn man da ein paar Mal den Baden, der da die ganze Zeit rumspringt in der Burg, anklickt, dann hat der angefangen ein Lied zu singen darüber, dass er halt gerne Burgherr wäre, so, auch gerne Zofe, so, die ihn über alles liebt und sowas. War tatsächlich sehr, sehr lustig, als ich das erste Mal rausgefunden habe. So, und wieder ein bisschen hämmern. Weil das Miasma die böse Seite dieser Welt ist, war bei Herr der Ringe das altbekannte Böse mit den schwarzen Reitern und so. Ah. Also das heißt, das Miasma wurde gar nicht fälschlicherweise erzeugt von den Magiern und sowas, sondern, beziehungsweise, ne, die haben ja, glaube ich, irgendwelche Tränke machen wollen, um damit Leute von irgendwas zu heilen oder sowas, bin mir nicht mal ganz sicher. Sondern das Miasma gab es quasi schon und wurde dann halt freigesetzt sozusagen. Oh, das dauert noch, bis wir uns da in den Berg so reingehauen haben, dass das für mich passt. Oh, das war die falsche Taste. Ja, denke ich mir das. Aber wir werden auch noch viel, dass es so sein könnte, werden auch noch viel lernen über die Story. Also ich glaube auch insgesamt jetzt unabhängig von hier vom Stream und sowas, sondern einfach deswegen, weil halt auch die Entwickler natürlich wahrscheinlich immer weiter Storypoints auch, also Storypoints halt, ne, so gewisse Geschichtsstränge immer wieder hinzufügen werden und sowas.
Und hier dann in die Mitte so ein Baum. Oh, das wird cool. Vielleicht können wir sogar... Ich mache mal ganz kurz die Treppe da weg. Beziehungsweise erstmal kurz die Ausdauer wieder aufbrauchen. Nicht, dass wir noch zu tief graben und dann hier ein Ballrock kommt. So. Dann mache ich mal Folgendes. Die Map ist gerade mal zu 40% fertig. Alter, das Spiel wird ja noch richtig riesig. Und wenn man dann halt überlegt, dass es ja noch so krass im Early Access eigentlich ist, ne, bietet es halt schon super, super viel. Also allein dieser Baumodus, da könnte ich mich stundenlang drin aufhalten. Und stundenlang hier rumbauen einfach, ne. Haben wir heute auch schon ein paar Stunden gemacht. Wir bräuchten auch mal, wir müssen vielleicht mal gucken, dass wir den Schmied mal ein bisschen aufrüsten, dass wir etwas bessere Werkzeuge bekommen. Aber ich glaube, bis dahin dürfte sich das ausgehen. Hast du schon alle NPCs? Nee, habe ich noch nicht. Ich habe heute, gesagt, ich wollte heute eigentlich einfach nur ganz entspannt bauen, was ich auch gemacht habe. Und ich habe jetzt den Alchemisten geholt, dass wir die Miasmata-Seelen herstellen können. Das heißt, der ist neu, aber ansonsten habe ich tatsächlich noch nur zwei. Ich bin auch erst Level 4. Weil ich die ganze Zeit so am Erkunden und am Bauen und sowas bin. Das noch. Aber kommt noch. Also, ne? So ist halt, so blöd klingt, ist halt ein bisschen mein Spielstil, dass ich da halt einfach so ein bisschen gemütlich rumbaue und sowas. Ich finde es schade, dass das Bauen, also das Abbauen jetzt schon, aber dass das Bauen keine XP gibt. Finde ich ein bisschen schade, weil ansonsten wäre ich jetzt wahrscheinlich schon Level 4000 oder so. Wobei nicht ganz so viel. Also so große Sachen, wie du bauen kannst hier. Und so viele Sachen, wie du bauen kannst, wäre ich wahrscheinlich irgendwie Level 8 oder sowas, ne? So. Und hier dann so der große Platz sozusagen, ne, hier vor dem Herrenhaus. Unten im Berg dann der Lagerraum. Oh, das ist so schön. Das ist so schön. Ich könnte hier Stunden über Stunden verbringen, nur mit Bauen. Ihr müsst mich im nächsten Stream dann ein bisschen zurückhalten, ne? Also wenn wir dann nächste Woche weiter streamen, dann müsst ihr mich ein bisschen zurückhalten, wenn ich schon wieder die ganze Zeit bauen möchte. So, dass auch zwischendrin mal ein bisschen Story kommt und ein bisschen Quests gemacht werden, wo man mal ein bisschen levelt. So, das war's mit der Spitzhacke. Kann ich die einfach so reparieren? Warte mal. Bewegen Aktionen. Löschen. Okay, ja, dann stelle ich kurz so eine her. Wenn ich das... Okay, Garn brauche ich noch ganz kurz. Habe ich Pflanzenfasern? So. Was ich auch sehr cool finde übrigens, wenn ich jetzt hier hinhaue, also man sieht halt auch direkt, wo man was abbaut. Also wenn ich hier hinhaue, dann würde ich wahrscheinlich was vom Boden wegmachen. Aber hier kann ich halt guten Gewissens reinhauen.
Aber hier habe ich jetzt trotzdem was weggehauen. Einmal. Nein. So. Eigentlich ist nur die Hauptquestreihe wichtig, weil du damit deinen Altar aufwertest. Ja genau, das müssen wir auch demnächst wieder machen, weil wir haben schon da vorne, eigentlich wollte ich dann so vor der Burg quasi dann so Felder anlegen und so, wo man dann auch ein bisschen Essen anbauen kann. Aber dazu brauchen wir erstmal noch ein bisschen erweiterten Bereich. Da brauchen wir auch wieder ein paar Seelen und so weiter. Ein paar Miasma-Seelen. So, okay. Ich schlafe.